Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sprüche wie jemandem den Speck durchs Maul ziehen oder mit Speck fängt man Mäuse, beweisen, dass man mit Speck gerne etwas Verlockendes, etwas Lustiges beschreibt. Und dass man Speck auch ansetzen kann, deutet außerdem auf etwas Nahrhaftes und Bodenständiges hin. Der Armin Amrain, in jeder Art von Küche daheim, ist auch diese Woche wieder unser Gast. Und zum Einsteigen gerade meine Frage: Was gibt es heute? Es ist tatsächlich bodenständige Kost, was wir heute bieten können. Schnitz und drunter, ein beliebtes, ich sage mal, Hausfrauenrezept, was dann aber gar nicht abwertig gemeint ist. Grüezi miteinander. Geräuchter Speck, auch der von Tieren aus kontrollierter Auslaufhaltung, offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis. Bestimmt ein weiteres überzeugendes Argument. Und woher der Speck kommt, den wir für das Rezept heute brauchen, möchten wir Ihnen in einem kleinen Filmbeitrag zeigen. Coop Naturapport ist Fleisch aus kontrollierter Auslaufhaltung. Mit hohen Anforderungen an die Haltung, ans Füttern und an die Aufzucht. Die Zäune haben den ganzen Tag freien Auslauf. Es hat eingestreute Liegeplätze und genügend Raum zum Fressen. Auch Schattenplätze im Sommer. Und natürlich das sind überall vorhanden. Für die Weiterbearbeitung werden bei Belt Speckseiten sorgfältig ausgewählt und im Salz und Gewürz eingelegt. Während 1 bis 2 Wochen entsteht so das wohlschmeckende Pökelaroma. Dann kommt der Speck in die Räucherkammer, wo die langsam verglimmenden Hölzer einen besonders aromatischen Rauch entwickeln. Und wir schauen jetzt dem Armin Amrain zu, wie er ein besonders aromatisches Gericht entwickelt. Äpfelschnitz oder Dörrbeeren ca. 2 Stunden im lauwarmen Wasser einweichen. Den Speck in 2 bis 3 cm lange Stücke schneiden. Zucker in einer grossen Pfanne hellbraun karamellisieren. Die abgetropften Dörrfrüchte gut mit dem Karamell mischen. Dann mit dem Einweichwasser ablöschen und alles aufkochen. Zudeckt bei kleiner Hitze ca. 50 Minuten leicht köcheln. Ab und zu umrühren und nach Bedarf ein bisschen Wasser nachgießen. Und wir benutzen die Pause jetzt, um zu schauen, wer das mal im GoProfit Superspiel gewonnen hat. Auch diese Woche gibt es nämlich wieder Warengutscheine im Gesamtwert von über 25'000 Franken zu gewinnen. Offeriert werden sie von den folgenden Marken. Ariel Classic, das Vollwäschmittel für Reinheit pur. Cappuccino, das Kaffeevergnügen von Nescafé. Dolbanane, der gesunde Energiesnack. Bon Appetit, die Fertigmenüs von Coop. Und Gicodoro, der Kaffee mit traditioneller Mischung. Herzliche Gratulation allen, die das mal gewonnen haben. Wie immer werden Ihnen die Warengutscheine in den nächsten Tagen mit der Post zugestellt. Weiter geht's jetzt mit dem GoProfit Supertreffer, einem Skoda Felicia LXi 1600 im Wert von 15'990 Franken. Der Skoda Felicia setzt neue Akzente. Mit klaren Formen und zeitloser Eleganz. Und mit innerem Wert bis ins Detail. Vorbildlicher Bedienungskomfort und sinnvolle Details sorgen für viel Spass beim Reisen. Außer kompakt und städtisch bietet der Felicia innen jede Menge Platz für Kinder und Kegel zu einem herausragenden Preis. Fahrvergnügen serienmässig kann man heute also im GoProfit Supertreffer gewinnen. Der Profitomat hat vor wenigen Augenblicken die richtige Zahl ermittelt. Und wir schauen jetzt, wer das mal Glück hat. Die Gewinnzahl lautet 0, 7, 6, 0, 2, 9, 6, 1, 3, 5. Herzliche Gratulation der glücklichen Gewinnerin oder dem glücklichen Gewinner vom GoProfit Supertreffer, dem Skoda Felicia. In 14 Tagen gibt es dann übrigens eine neue Chance. Zuerst geht es jetzt aber noch weiter mit dem zweiten Teil des Rezepts aus der Studioküche. Während der Ziehung hatte ich genug Zeit, zum Herdöpfel zu schälen und in Würfel zu schneiden. Zum Gericht geben, leicht salzen und weitere 20 bis 25 Minuten köcheln. Die Flüssigkeit sollte am Schluss schön sämig eingekocht sein. Richtig, und vor dem Servieren kann man das Gericht noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ein einfaches Rezept, das es aber in sich hat. Danke, Armin. Den Speck, den Sie dazu brauchen, offerieren wir Ihnen, wie schon erwähnt, jetzt gerade günstiger, neben weiteren Aktionsangeboten. Feine Schenkeli kommen Sie für 1,75 über. Und ein schöner Valentinsstrauß aus unserer Blumenabteilung kostet 14,90. Mit der GoProfit-Karte gibt es Bulleggeschnetzle von Goldstar zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse und weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.